Hallo alle zusammen. Jo, und zwar wollte ich mal ein kleines, ja nicht wirklich Update-Video machen, sondern ich wurde, eine Zuschauerin hat mich gefragt, wie das denn mit meinen momentanen so Essgewohnheiten aussieht. Ich weiß, ich wollte euch dazu auch mal ein Video machen. Ich habe auch schon Follow Me Around gemacht am Wochenende. Allerdings ist es, da meine Essgewohnheiten irgendwie zu filmen oder so, ist immer ein bisschen schwierig, weil ich mich am Wochenende einfach ganz anders ernähre als unter der Woche, weil ich unter der Woche mehr wirklich darauf achte, dass ich auf meine drei Mahlzeiten komme. Am Wochenende schludere ich da schon mal ein bisschen mit, weil ich sehr, sehr lange schlafe, sehr spät aufstehe und dann, ja, komme ich da so ein bisschen mit durcheinander. Also das, was ich dann eigentlich als Frühstück esse, ist dann gleichzeitig mein Frühstück und mein Mittagessen. Dann Abendessen dazwischen snacke ich vielleicht mal irgendwie was, aber wirklich sehr selten. Ich versuche mal sehr viel zu trinken. Und ja, deswegen ist Wochenende eigentlich nicht so spektakulär. Unter der Woche ist es dann schon mal ein bisschen, ja, läuft schon mal geregelter ab. aber wie auch immer. Und zwar hat die liebe Laura mich angeschrieben und mich gefragt, einmal, wie sich das mit meinem Essen natürlich entwickelt hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehe, wie das da ausschaut. Ne? Weil ich habe ja zum Beispiel am Wochenende war ich bei einer Einweihungsfeier und da gab es ganz, ganz viel leckeres Essen. Und unter anderem auch ganz leckeres oder wenn nicht sogar das leckerste Entrecôte, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Oh mein Gott. Wenn ihr da irgendwie so interessiert seid, kann ich euch auch immer Facebook oder mein Instagram-Account an Herz legen, weil ich da auch dann schon mal irgendwie Bilder poste von meinem Essen oder sowas. Müsste ich eigentlich jetzt mal wieder häufiger machen. Am besten auch in so einer Art Vorher-Nachher-Bild, damit ihr seht, was habe ich mir überhaupt zu essen gemacht, wann esse ich das, wie groß war die Portion und was ist am Ende eigentlich übrig geblieben. Das wollte ich auch mal für mich so zur Kontrolle einfach machen. Ja, und sie hat halt eben geschrieben, schaffst du da einfach nur eine winzige Menge oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, dass das sehr schwierig vorzustellen ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also soweit, wie gesagt, es ist ja alles ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von mir berichten. Ich selber habe jetzt bei mir keinerlei Arten von irgendeiner Art Unverträglichkeit feststellen können. Es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel mit Kaffee nach der OP Probleme haben. Im Gegenteil, ich selber trinke sogar mehr Kaffee momentan als vor der OP. Also mittlerweile, ich habe das vorher einfach immer nur so getrunken oder weil ich halt irgendwie so mir eingeredet habe, mir dadurch irgendwie so einen schnellen Hello-Wach-Kick zu fabrizieren, was es bei mir aber komischerweise auch nie war. Also ich habe nie Kaffee getrunken aufgrund des Koffeins, ne? Sondern einfach eher mehr als Modegetränk, so, ne? So als Getränk, wenn ich mal Gilmore Girls geguckt habe oder so, wo ich immer gedacht habe, da musst du Kaffee zu trinken. Das gehört sich dazu. Aber nicht vom Geschmack her. Also vom Geschmack her habe ich es nicht gerne getrunken. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich sogar auf den Geschmack von Kaffee gekommen bin. Jetzt nicht großartig. Ich trinke lieber immer noch gerne mehr Tee als Kaffee. Aber ja, doch. Das ist mir mal so aufgefallen. Dann gibt es auch viele Leute, die zum Beispiel also Fleisch ungerne essen, einfach weil sie es nicht gerne, ne, weil der Magen ist nicht so ganz verpackt, sage ich jetzt mal so. Allem voran, gerade so Rindfleisch ist immer sehr schwer verdaulich. Ich selber habe da jetzt keine Probleme festgestellt, genau wie bei dem Entrecôte. Ne? Das hat super lecker geschmeckt und da habe ich sogar für meine Verhältnisse sogar relativ viel von gegessen. Ich habe, glaube ich, habe vier kleine Stückchen davon gegessen, was für mich sehr untypisch ist. Aber
es hat einfach unheimlich gut gemundet und das ging auch so weiter. Ich hatte auch danach keine Probleme, nichts. Ja, man muss sich natürlich bewusst machen, dass gerade so Sachen wie Restaurant am Anfang erstmal nicht funktionieren. Ne? Man muss erstmal sowieso mit dieser neuen Art und Weise zu essen zurechtkommen. Und man muss natürlich auch die Art und Weise, wie man für sich selber klarkommt mit dem Essen, auch erstmal herausfinden. Ne? Man muss erstmal herausfinden, was schmeckt mir überhaupt noch, was kann ich überhaupt noch essen. Man muss selber schon so ein bisschen einschätzen können, die Portionen, wie groß die zu sein haben. Da mache ich immer noch Fehler, weil es manchmal Tage gibt, wo ich mal mehr esse und mal Tage, wo die Augen wieder größer waren, wo aber einfach nicht mehr reingeht. Na, und das sind meistens so Tage, so gerade am Wochenende, wenn ich jetzt selber nicht viel esse, na, wo man dann, wo der Magen dann einfach nicht so geweitet ist, na, sage ich jetzt mal so, weil es. Klar, mit der Zeit gewöhnt sich dann der Magen auch dran und der Magen dehnt sich auch wieder aus. Ne? Aber gerade an so Tage, wo ich jetzt selber nicht sehr viel esse oder selber nur auf zwei Portionen komme oder sowas, also zwei Mahlzeiten habe, da ist der Magen dann dementsprechend nicht wirklich ausgelastet, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ja. Ne, das sind alles so Sachen, das muss man selber alles erlernen. Man muss selber erlernen, wieder zu essen. Das Essen ist am Anfang, Essen und Trinken ist am Anfang, es läuft immer besser, also jetzt mittlerweile geht es besser, aber es ist Arbeit. Essen ist Arbeit, weil ich selber hatte am Anfang weder Hunger noch Durst und man muss ja trinken, man muss ja essen, man muss trinken, man muss sich da wirklich zu zwingen. Gerade am Anfang war jetzt so Essen und Trinken kein Vergnügen für mich. Das hat auch sehr lange gedauert, bis ich mal wieder so richtig Appetit habe. Hunger ist eine Sache, ich selber kenne jetzt auch mittlerweile, aber das ist auch erst wirklich nach der OP entstanden, den Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Na, nicht immer, wenn ich Appetit habe, habe ich Hunger. Na, oder nicht immer, wenn ich Hunger habe, habe ich Appetit. Aber es ist natürlich wichtig, darauf zu achten, weil man Hunger hat. Na, und nicht irgendwie so von wegen na, sich Appetit machen, na, wenn man jetzt irgendwie ohne vorher gegessen zu haben einkaufen geht und man dann viele leckere Sachen um sich rum hat und sich denkt, oh, da hättest du jetzt Lust drauf und da hättest du jetzt Lust drauf. Na, man muss wirklich darauf achten, dass man wirklich für seinen Hunger Nahrung zu sich nimmt und dann auch wirklich nur so lange isst, solange man Hunger hat oder solange so viel halt reingeht und dann erstmal sein lässt. Ne? Und das ist gerade im Restaurant natürlich auch sehr, sehr schwierig. Was ich auch immer noch nicht so wirklich hinkriege, ist zu sagen, bei Getränke nein. Und sich wirklich nur aufs Essen konzentriert, weil das Getränk bleibt meistens stehen. Also ich hole mir meistens ein Getränk völlig umsonst. Ne, das ist auch so eine Sache, die ich auch noch lernen muss, dass man, während man isst, am besten nichts trinkt. Das sowieso nicht. Ne, am besten sogar vor der Nahrungsaufnahme, also bevor man was isst, eine halbe Stunde vorher nichts trinkt und eine halbe Stunde, also während der Mahlzeit sowieso nichts und dann eine halbe Stunde auch nochmal wartet. Weil eine halbe Stunde braucht man ungefähr, bis der Magen, wenn man jetzt wirklich satt ist, dass da dieses extreme Völlegefühl weggeht, dass man sagt, okay, jetzt kann ich noch was trinken. Oder jetzt kann ich überhaupt wieder erst trinken. Das muss man auf jeden Fall im Restaurant mit einplanen, dass man sich wirklich da nur auf die Nahrung konzentriert. Am Anfang ist da nicht so wirklich dran zu denken und ich würde auch, wenn eher vorschlagen, dass ihr euch, wenn nur ein Getränk holt und dann vielleicht bei eurem Partner, Nachbar, Freundin, wie auch immer, nur mal mit esst, ne, und guckt, ob ihr überhaupt so Sachen aus dem Restaurant schon so, ne, fertig zubereitete Sachen, ob ihr das überhaupt vertragt. Ne? Ich habe auch zum Beispiel geguckt, dass ich bei Pommes mir keine eigenen hole, sondern bei meiner Freundin erstmal
probiere und gucke, ob ich Pommes überhaupt vertrage. Ich vertrage Pommes, aber ich kann davon nur zwei oder drei essen. Und dann ist auch Sense. Oder ja, wo ich das erste Mal weg war, da war ich mit einer Freundin Cocktails trinken, natürlich nicht alkoholische Cocktails. Und da hat sie sich einen Burger geholt mit Wedges und ich habe mir nur Nachos geholt. Super lecker, die machen die sogar noch selber, also haben echt klasse geschmeckt und waren dementsprechend nicht so vollgepumpt mit Gewürzen und Salz und Natriumglutamat und so weiter. Und da hat meine Freundin noch von mitgegessen, weil ich ihr gesagt habe, du, ich werde die nicht alle essen können, definitiv nicht. Und sobald ich dann auch satt war, war dann auch gut. Dann habe ich, ja, dann ist auch gut und dann habe ich auch keine Probleme damit und habe dann auch dementsprechend auch nicht so viel ausgegeben, weil klar, so eine Portion Chips ist jetzt natürlich nicht so teuer, wie wenn man jetzt sich ein ganzes Hauptgericht natürlich bestellt. In der Hinsicht ist es dann auch nochmal so eine erfreuliche Geldsparsache, ne? Wenn man dann natürlich guckt, dass man sich entweder im Restaurant nur an Vorspeisen hält oder nur an Getränke und dann vielleicht mal irgendwie bei seinem Nachbarn mit isst oder sowas. Na, das sind so Sachen, das muss man natürlich einplanen. Ne? Ja, ansonsten ist es so, dass ich natürlich momentan auch lieber noch zu Hause esse, als jetzt irgendwie ins Restaurant gehe. Aber wenn jetzt meine Freundin irgendwo mal weggehen, habe ich ihnen gesagt, Leute, ihr müsst jetzt nicht auf mich achten oder sowas. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, oh Gott, die Viri kann jetzt nicht essen gehen oder sowas. Ich kann essen gehen, ich werde auch immer irgendwie was finden oder sowas. Ich komme auch gerne mit, weil ich finde, es gibt jetzt nichts Schlimmeres, als wenn meine Freundinnen sagen, oh Gott, mit der kann man jetzt überhaupt nicht mehr weggehen oder sowas. Ich gehe immer noch gerne weg und gehe auch immer noch gerne in Restaurants und alles Mögliche. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich bin jetzt überhaupt auch nicht neidisch oder sowas auf meine Freundin, wenn die sich da irgendwie ein tolles Essen bestellen oder sowas, weil ich da in dem Moment einfach nur an mich denke und ich denke für die anderen, ich freue mich für die, ne, dass die es essen können. Ich selber muss aber an mich denken und freue mich dann auch, wenn ich dann halt eben, weiß ich nicht, eine Kinderportion kriege oder mich an irgendeine Vorspeise halte oder an eine Suppe oder nur an ein Getränk oder sowas und dadurch schon satt werde. Ne? Weil sobald ich satt bin, denke ich mir auch, bleibt mir weg mit eurem Essen oder so. Ne? Oder ne, da achte ich dann auch gar nicht mehr drauf oder bin dann auch überhaupt nicht irgendwie neidisch oder eifersüchtig oder irgendwie sowas in der Hinsicht gar nicht, überhaupt nicht. Also so Gedanken habe ich überhaupt gar nicht. Ne? Ja, deswegen da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ja, dementsprechend habe ich nochmal sicherheitshalber auf Facebook einen Aufruf gestartet, na, ob ihr mich in dem Bereich irgendwas fragen wollt. Da sind Gott sei Dank nicht so viele Fragen zustande gekommen. Für die, die natürlich Fragen gestellt haben, freue ich mich. Aber ich wollte eigentlich auch sehen, dass ich das Video nicht allzu lange mache. Das geht mir schon wieder viel zu lange hier. Der Daniel hat gefragt, war es sehr schwer, sich an den neuen Essensplan zu gewöhnen oder ging es noch gerade so? Also einen richtigen Essensplan hatte ich eigentlich nicht. Ich habe diverse Essenspläne und auch diverse Rezepte. Ich versuche mich ja jetzt nach der OP hauptsächlich Low Carb zu ernähren mit viel Eiweiß und irgendwie bin ich ziemlich dunkel, oder? Stört euch das? Oh. Jetzt gucken wir so. Also ich hatte klar, hatte ich Essenspläne gehabt oder Rezeptvorschläge, wie ich mich zu ernähren habe, gerade nach der OP, wo ich noch diese Flüssigphase, diese breiige Phase und dann, wo es langsam daran ging, sich wieder normal zu ernähren. Da habe ich auch versucht, mich dran zu halten. Das hat auch soweit geklappt. Aber ich habe auch zum Beispiel jetzt momentan Low-Carb-Rezepte für Frühstück, Mittag, Abend.
An die würde ich mich gerne halten, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, weil die Portionen für mich noch zu groß sind. Also ich kriege es einfach nicht gebacken, wenn ich da irgendwie zum Beispiel von Freundinnen Rezepte kriege, von zum Beispiel Sophia Thiel oder sowas, wo ganz tolle Low-Carb-Rezepte dabei sind. Oder ich habe mir auch jetzt letztens hier ein Buch gekauft, das war im Angebot bei Thalia. Low Carb, da ist, ich glaube, die Hälfte des Buches besteht erstmal aus der Erklärung, was überhaupt Low Carb ist, was schlechte Kohlenhydrate sind, was gute Kohlenhydrate sind, ne? Also wo das Ganze einfach mal erklärt ist. Und die Hälfte dann, also wo halt, wie hier steht, Ernährungskunde drin ist, dann gibt es halt auch die Hälfte, und die andere Hälfte des Buches besteht halt aus Rezepten und Zubereitungstipps. Ja. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das finde ich gar nicht mal so doof. Im Gegenteil, da sind sehr tolle Sachen drin. Nur das Problem ist natürlich, solche Rezepte sind direkt immer so für 2 bis 4 Personen. Also in der Regel, also bei dem Buch sogar 4 Personen. Und ich bin ja alleine, ne? Ich sehe das dann immer so an, dass ich dann immer abends für mich dann koche. Dann habe ich schon mal Abendessen und dann für 1 oder 2 Tage sogar für mich, für die Arbeit und für Abendessen nochmal vorgekocht. Das Problem ist, dass eine Portion bei mir zum Beispiel in so eine kleine Tupperdose reinpasst. Das sind die kleinsten Tupperdosen, die ich habe. Da passen 450 Milliliter rein. Und wenn ich so eine mit auf die Arbeit nehme, schön und gut. Ich schaffe aber noch nicht mal die Hälfte. Ich schaffe von der Portion noch nicht mal die Hälfte. Ich schaffe vielleicht ein Viertel, muss dann Pause machen und schaffe dann noch mal vielleicht ungefähr ein Viertel, noch mal nach einer guten halben Stunde. Den Rest muss ich immer meinen Arbeitskolleginnen oder meinen Chefs geben, die sich dann natürlich auch freuen, wenn sie was zu essen von mir kriegen, weil sie das immer alles sehr, sehr lecker finden. Aber ich schaffe es einfach portionsmäßig nicht. Deswegen gucke ich immer gerne nach solchen Rezepten, aber von den Mengen her versuche ich das schon immer nochmal um die Hälfte zu reduzieren oder dann halt eben so vorzukochen, dass ich halt meinen Eltern noch was mitbringe oder meinen Freunden oder ja, meinen Chefs halt. Ja, aber ansonsten so habe ich kein Problem. Ja, mich jetzt so umzustellen von der Ernährung her, weil ich weiß, dass wenn ich, wie gesagt, ich kann halt auch so Sachen essen, ne, noch so schlechte Ernährung. ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende gefüllte Pizzabrötchen das erste Mal wieder gegessen. Da konnte ich nur 2, glaube ich, von essen, von den 6 Stück. Den Rest musste ich leider wegschmeißen. Also ich muss sagen, ich lerne auch mit Lebensmitteln momentan ein bisschen anders umzugehen. Ich habe halt leider keinen hier, der bei mir Reste essen macht oder kann. Und ich bin momentan sehr viel Lebensmittel, was mir auch manchmal so ein bisschen im Herzen wehtut. Aber das muss man auch leider lernen, dass man sehr viele Lebensmittel leider auch wegschmeißen muss. Hört sich immer sehr viel schlimmer an, aber ich war früher unter anderem auch eine Person, ne, so wie ne, aufessen, sonst gibt es morgen kein schönes Wetter oder sowas. Oder halt so eine Art Resteesser, Müllschlucker, wie auch immer. Ne, hat vielleicht auch was von meiner Erziehung zu tun. Ne, wenn man die Tochter eines Nachkriegskindes ist, dann ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, es tut mir natürlich auch immer ein bisschen in der Seele weh. Ne, ich schmeiß gerade Lebensmittel nicht gerne weg. Wenn ich könnte, würde ich sie nach Afrika schicken, was natürlich utopisch ist bei ne, fertig gekochtem Essen. Aber man muss das auch wirklich lernen zu sagen, wenn ich iss, iss halt nicht. Zwänge dir nicht rein. Ne, schmeiß es lieber weg. Lieber vorher immer die Portionen sich wirklich gut
alles zurecht machen, dann lieber ein bisschen weniger sich machen und hinterher dann vielleicht noch mal einen Apfel essen oder sowas, ne? Irgendwie, ne, dass man von vornherein schon mal guckt, dass man sich immer kleinere Portionen macht, dass man viel bewusster ist, ne? Und dass man von vornherein schon mal einplant, beim Kochen oder so, dass halt sowas nicht zustande kommt. Es kommt immer noch zustande, weil wie gesagt, ich mache mir meine Portion fertig, fülle die immer ab, ne, 1, 2, 3, 4 und dann habe ich eine Portion und schaffe selbst die nicht. Und na, wie gesagt, ich gucke schon immer, dass ich vielleicht mal einfriere oder sowas, aber irgendwann ist auch mal Sense, irgendwann ist der Kühlschrank auch mal voll, irgendwann ist auch mal das Eisfach voll, irgendwann ist man auch mal leid, muss ich ehrlich sagen, immer wieder dasselbe zu essen. Und ja, da muss man leider dann auch lernen, auch mal zu sagen, nee, jetzt ist halt einfach nicht, weil, ne, weil gerade bei sowas kann man einfach auch irgendwann nicht mehr essen. Sonst hat man diesen berühmten Dumping-Effekt und dann hängt man entweder nur über der Kloschüssel oder es geht einem Hundeelend. Und das will man halt eben dann auch nicht. Ne? Die Sandy, hallo Sandy, schreibt, fällt es dir sehr schwer, Sachen, die du früher gerne gegessen hast, aber die nicht so gesund waren, darauf zu verzichten? Hättest du mal Lust, ein Kochvideo zu machen, wie du deine neue Ernährung umgestellt hast, würde mich interessieren. Wie gesagt, Video würde ich gerne machen, aber ich mache das am besten halt irgendwann mal unter der Woche. Da ist das irgendwie ein bisschen sinniger als jetzt am Wochenende. Ansonsten, wie gesagt, falls irgendwie was ist, folgt mir am besten auf Instagram oder Facebook. Da poste ich auch mal meine Mahlzeiten. Ich kann euch zum Beispiel auch mal ein Beispiel habe ich mal gerade hier. Das war mal, das hatte ich mal festgehalten. Oh, toll, jetzt ist es natürlich wieder weg. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Das war noch ziemlich am Anfang. Das war noch ziemlich am Anfang. Ich glaube, da war ich erst ein paar Wochen operiert. Und da habe ich allmählich mit der festen Nahrung wieder angefangen. Weil mir irgendwann ging das Breiige mir so auf den Keks, ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Also ich musste allmählich irgendwann dann was essen, was Festes essen, weil ich sonst Gaga geworden wäre. Und zwar habe ich hier zu Abend gegessen ein Rührei. Mit einer Scheibe Putenwurst und 1, 2, 3, 4 Cherry-Tomaten, die ich halt in der Pfanne auch noch mit angebraten habe. Ne? Also, ja, das war mein Abendessen. Wie gesagt, ein Ei. Das sieht jetzt vielleicht mehr aus, als es eigentlich ist. Das ist, wie gesagt, auf so einem kleinen Frühstücksteller. Und das habe ich essen können und das habe ich nicht mehr essen können. Und das, so leid es mir tut, schmeiße ich dann auch weg. Das sind so Reste, die, wie gesagt, es sieht wenig aus, aber es bringt nichts, wenn man sich's reinzwingt, ne? Und gerade am Anfang ist man halt noch in dieser Austestphase. Da muss man ja selber noch gucken, wie viel kann ich überhaupt essen, ne? Und wie gesagt, das sind alles so Sachen, das muss man erstmal für sich überhaupt rausfinden. Also das ist, und wie gesagt, das Essen ist erstmal Arbeit. Essen ist erstmal kein Vergnügen, wirklich. Matthias fragt, wie schwer war das umzusetzen, den Essensplan umzusetzen? Wie lange hat es gedauert, dass die ersten Erfolge da waren? Also wie gesagt, das mit dem Essen umstellen, da habe ich keine Probleme mit. Weil ich jetzt mittlerweile freue ich mich auch wieder aufs Essen, wenn ich jetzt auch irgendwie mal, weiß nicht, Werbung mir angucke und da ist irgendwie, weiß nicht, wird Werbung gemacht für irgendeine Pizza oder sowas, irgendwas, ne, irgendwas, wo man sagt, so, oh, Geil-O-Mat hätte sie jetzt auch gerne. Dann mittlerweile habe ich schon wieder so Hunger durch Appetit, ne, dass ich sage, oh, das sieht toll aus,
ne, lecker. Aber dann mache ich natürlich nicht das, was ich früher gemacht habe, bin zum Kühlschrank gegangen und habe mir genau dann sowas geholt, ne, Pizza etc., ne, sondern mache mir dann halt eben, wie gesagt, ein Rührei oder einen Toast mit Käse oder eine Suppe oder was halt auch, wie gesagt, immer sehr, sehr beliebt ist, gerade für die Arbeit. Tassensuppe ist immer super. Stillt unglaublich den Hunger, man glaubt es gar nicht, aber gerade Tassensuppe ist echt klasse für den schnellen Hunger zwischendurch. Wie gesagt, weil so auf der Arbeit muss ich auch immer gucken. Ne? Ich mache jetzt mir morgens immer in der Regel ein Brot mit Käse. Und selbst das schaffe ich nur zur Hälfte. Die andere Hälfte esse ich auch, aber dafür muss ich dann meistens immer eine halbe Stunde bis eine Stunde nochmal warten, bis ich dann die andere Hälfte noch essen kann. Wie gesagt, zu Mittag gibt es dann eher so ein Süppchen oder halt etwas, was ich selber vorgekocht habe, wo ich, wie gesagt, dann selber aber schon weiß, dass ich das nicht aufessen kann. Was ich mir auch immer mitnehme zur Arbeit, ist Trinken. Also Trinken ist wirklich unglaublich wichtig. Und da achte ich auch immer sehr, sehr drauf, dass ich wirklich viel, viel trinke. Wo ich am Anfang sehr, sehr Probleme mit hatte, war Wasser. Also ich hatte mit Wasser unheimliche Probleme schon im Krankenhaus. Das ging dann, wo ich Wasser mit Saft gemischt habe. Und das mache ich auch heute noch. Ich bin leider, ne, bin ich schon immer gewesen, ein großer Saftjunkie. Aber ich sehe zu, dass ich das, wenn, als Schorle mixe, also mit stillem Wasser. Mittlerweile trinke ich auch sehr gerne wieder Wasser mit Kohlensäure, wo ich dann natürlich nicht so viel von trinken kann wie stilles Wasser. Ne? Da habe ich eigentlich so auch keine Probleme mit, trinke ich auch mal sehr gerne. Ja, ist jetzt auch so nicht das Problem. Ich sehe natürlich zu, dass ich, wenn eher so Medium trinke oder dass, wenn ich eine Flasche Wasser aufmache, die sehr stark sprudelt, dass ich dann vielleicht nochmal mit dem Löffel umrühre, um da die Kohlensäure noch ein bisschen rauszuholen, weil das dann auch nicht so schick ist, sage ich jetzt mal, wenn man auf der Arbeit ist. Dass man da so ein Bäuerchen nach dem anderen lässt. Ja, deswegen, aber da habe ich auch keine Probleme mit. Es gibt sogar Leute, die nach einer OP sogar Getränke mit Kohlensäure besser vertragen als ohne. Da muss man natürlich immer gucken. Ne? Normalerweise sagt man lieber Getränke ohne Kohlensäure trinken, weil das ja schon mal diese Säure halt ziemlich viel Platz vom Magen wegnimmt. Ne? Und gerade wenn man dann irgendwie kurz danach irgendwie was essen will oder sowas, dann passt natürlich nicht so viel Essen in den Magen rein. Und ja, wie auch immer. Ne? Muss man aber, wie gesagt, selber für sich herausfinden, ob das passt oder nicht. Die Erfolge habe ich bei mir sofort gesehen. Also ich habe bisher, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, keine Woche gehabt. Also ich wiege mich immer jede Woche. Ich habe keine Woche gehabt, wo ich nicht abgenommen habe. Klar war es mal mehr, mal weniger. Man konnte jetzt so im Durchschnitt sagen, dass ich so 1 Kilo pro Woche abgenommen habe. Klar gab es auch mal Zeiten, wo ich vielleicht nur, also ich glaube, das Geringste, was ich abgenommen habe, waren 500 Gramm. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich weiß, dass es auch die Regel ist, dass ich irgendwann mal einen Stillstand haben werde, der vielleicht auch mal ein paar Wochen andauern kann. Habe ich auch kein Problem mit, solange ich, glaube ich, nicht wieder irgendwie jetzt 1 Kilo zunehme. Dann würde ich mich jetzt, glaube ich, wundern. Na, ich weiß, dass es irgendwann, aber das wird dann sein, wenn man sein Idealgewicht oder sein Gewicht dann halt hat, dass man dann vielleicht auch mal nochmal um die 10 Kilo wieder zunimmt und dann halt eben ne, sein Endgewicht erreicht hat. Das ist in der Regel eigentlich immer so. Da bin ich mal gespannt, was das bei mir liegen wird. Mal gucken. Wie gesagt, noch bin ich momentan in meiner Abnehmphase und die Erfolge hatte ich, wie gesagt, sofort schon. Klar, nach der OP hatte ich die sofort gehabt.
Na, da wird ja auch einiges rausgenommen. Und wie gesagt, seitdem habe ich stetig abgenommen. Ja, also da kann ich mich absolut nicht beschweren. Und bin auch gespannt, wie es in der Hinsicht da weitergeht. Ja, was auch noch immer sehr schön ist für unter der Woche, gerade wenn man auf der Arbeit ist, ich habe zum Beispiel immer noch so ein bisschen Probleme, was so Gemüse angeht, wie Blumenkohl, Brokkoli, Äpfel, ne, habe ich auch immer Probleme mit, wenn ich die so esse. Also gerade so Obst, was so roh ist, ne, also alles diese ganzen Raw-Sachen. Das geht mittlerweile, aber da rebelliert oder hat bis vor kurzem mein Magen immer noch sehr rebelliert. Aber trotzdem weiß ich, dass Obst wichtig ist. Und für so eine Zwischenmahlzeit, wenn ich so merke, ach, jetzt hast du ein bisschen Hunger, aber ich habe jetzt nicht wirklich Lust, mir dann nochmal ein Brot zu schmieren, weil, wie gesagt, wenn ich morgens noch nichts gegessen habe, habe ich ja schon Schwierigkeiten, ein ganzes Brot zu essen mit Käse. Entweder nehme ich mir dann eine Scheibe Käse so. Oder sehe natürlich auch zu, dass ich irgendwie Obst zu mir nehme. Da ist natürlich dann immer irgendwie sowas ganz praktisch. Ne? Also sei es jetzt Apfelmus oder ne, irgendwie so Obstbrei, was ihr natürlich euch auch selber machen könnt. Aber ich finde die ja eigentlich ganz, ganz gut und auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, und die sind immer sehr. Oh. Die sind immer sehr, sehr gut und auch von der Menge her sind die genau richtig. Also es ist genau meine Menge, wo ich sage, das schaffe ich auch noch innerhalb von einer, ja, also wie gesagt, wenn ich irgendwie was esse an Mahlzeit, rechne ich dafür immer eine halbe Stunde. Man soll natürlich gucken, dass es die Mahlzeit nicht allzu lange geht. Man soll auch irgendwann damit fertig werden. Ne? Aber hier weiß ich, dass ich so in einer guten, ja, so guten 15 Minuten bis eine halbe Stunde werde ich auf jeden Fall damit fertig. Das weiß ich. Und das ist schon schnell für meine Verhältnisse. Ja. Genau. Schatzi. Ja, das war soweit, was ich euch zu meinen Essgewohnheiten sagen wollte. Genau. Ich hoffe, ich habe soweit alle Fragen damit auch beantwortet. Ich kann auch gerne dazu irgendwann nochmal ein Update-Video machen, weil je mehr Zeit natürlich vergeht, desto mehr kann ich natürlich auch wieder essen, desto mehr werden sich wahrscheinlich auch jetzt nicht meine Essgewohnheiten ändern. Also ich werde natürlich mein Essen, so wie ich es jetzt habe, mit der Low-Carb-Ernährung beibehalten. Aber dann kann ich auch schon mal eher ne, das mit diesen Rezepten vorbereiten und so und dem Kochen kann ich dann auch mal eher machen. Ne, weil momentan lohnt es sich einfach nicht wirklich für mich großartig zu kochen oder was zu machen oder sowas. Und da bin ich dann auch schon sehr gespannt drauf, wenn das dann irgendwann mal der Fall ist. Und ja, es ist immer wieder spannend, es ist aufregend, es macht Spaß, man lernt unheimlich viel, weil, wie gesagt, einfach nur die OP ist halt nicht. Ne? Es ist danach halt auch viel Arbeit, man muss die Ernährung umstellen, man muss oder sollte auf jeden Fall auch Sport machen, ne? Das aber in einem Verhältnis so 70-30, ne? Also ich würde sagen, 70% macht immer noch der Sport. Die Ernährung aus und 30% der Sport. Aber ich selber finde, ohne Sport geht es halt eigentlich nicht. Jedenfalls für mich nicht. Und ja, also ich finde es immer noch spannend, aufregend. Und man lernt halt einfach auch dadurch, finde ich, sehr viel, weil man sich halt zwangsweise mit Ernährung halt beschäftigen muss. Na, und je mehr ich darüber lese, desto interessanter ist es und aufschlussreicher. Und ja, macht einfach Spaß. Jo, okay, dann war es das soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte einmal in die Kommentare. Dann schreibe ich euch gerne noch was dazu. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Süßen, und macht's gut. Bis dann. Tschüss.